Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Konferenz des 34. Spieltags. Wir sind im Epizentrum des Dramas. Der SV Werder Bremen muss gegen den 1. FC Köln gewinnen. Ich war noch niemals in Berlin. Berlin. Du bist so wunderbar. Berlin. Du bist so wunderbar, Berlin. Ich hab gehört, da geht der krasseste Scheiß. Und da gibt's Döner für einen ablupen Ei. Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zum 34. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga. Tippt immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, es ist die letzte Konferenz dieses Jahres und ja, die ist eben nochmal groß aufgezogen. Der Fokus liegt hier klar auf den Abstiegskampf, auf die beiden Partien Bremen gegen Köln und Union gegen Düsseldorf. Dazu noch im Fernduell die Champions League zwischen Leverkusen und Gladbach. Es wird dann wieder so sein, dass ich bei manchen Spielen einfach nicht so viel sein kann. Es gibt eben auch Partien, da geht es tatsächlich um gar nichts mehr, nicht mal mehr rechnerisch. Da bin ich dann eben nur, wenn da Treffer fallen. Lasst später gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn euch die Konferenz zu langwierig ist, dann könnt ihr auch gerne zu den Zusammenfassungen vorspringen. Die Timelinks findet ihr dazu auch eingeblendet. Allerdings gibt es eine kleine Änderung oder ein kleines Spezial. Die Spiele der beiden Abstiegskandidaten, Bremen und Düsseldorf, werden in einer separaten Konferenz dann nochmal zusammengeschnitten, morgen noch einmal hochgeladen. Das geht dann knapp 10 Minuten und ist dann eben auch eine Zusammenfassung, nur etwas ausführlicher. Schaut dann auf jeden Fall da gerne nochmal rein. Jetzt gibt's aber erstmal die Konferenz. Viel Spaß dabei und danke fürs Reinschalten. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Konferenz des 34. Spieltags. Wir sind im Epizentrum des Dramas. Der SV Werder Bremen muss gegen den 1. FC Köln gewinnen und dann muss die Konkurrenz noch mitspielen, um die Relegation zu erreichen. Das 1:3 in Mainz, das war extrem schmerzhaft. Wir schauen hier kurz auf die Aufstellung der Gastgeber und schauen dann weiter, da wo es parallel eben um den Abstieg geht. Das ist in Berlin der Fall, da ist Fortuna Düsseldorf zu Gast. Sollte Düsseldorf gewinnen, ist alles klar, sie gehen in die Relegation, Bremen wäre weg. Ein Unentschieden würde nur dann reichen, wenn Bremen nicht mit 4 Toren Unterschied gewinnt, aber Bremen als heimschwächste Mannschaft der Liga muss erstmal den Sieg überhaupt gewährleisten. Wir schauen jetzt mal dahin, wo es etwas weniger spannend ist. Zum einen hier in Freiburg, da geht es weder für Freiburg noch für Schalke um etwas. Und im kleinen Kasten unten sehen Sie Frankfurt gegen Paderborn. Das sind die zwei Spiele, wo nicht mal mehr rechnerisch irgendwelche Spannung aufkommen kann. Paderborn ein letztes Mal in der Bundesliga unterwegs, zumindest mal für ein Jahr. Und jetzt steigern wir die Dramatik wieder etwas höher. Ist hier aber nur ein Teil der Wahrheit. Der VfL Wolfsburg tritt gegen Bayern an im Kleinkasten. Hier haben wir Augsburg gegen Leipzig. Für Leipzig besteht die Minimalwahrscheinlichkeit, das Minimalrisiko aus der Champions League rauszufliegen. Da muss aber einiges für schief gehen, insbesondere das Torverhältnis. Und Wolfsburg, da entscheidet es sich noch mit Hoffenheim um Platz 6 oder Platz 7. Ist ja auch eine entscheidende Sache. Jetzt geht's aber um die Champions League. Und da haben wir zwei Schauplätze. Zum einen Leverkusen gegen Mainz. Leverkusen in der schlechteren Position, weil Borussia Mönchengladbach hier parallel zu sehen gegen Hertha antritt und Gladbach das Ganze aus eigener Kraft bewerkstelligen kann, dadurch, dass Leverkusen gegen die Hertha gepatzt hat. Aber Gladbach muss eben gegen diese Hertha und die ist nicht zu unterschätzen unter Labbadia. Beginnen wollen wir diese Konferenz allerdings im Westfalenstadion. Ab in den Signal Iduna Park. Der BVB stößt an. Hier geht's schnell los. Die Borussen haben den Vizemeisterplatz festmachen können durch den Sieg in
Leipzig, das hat zumindest einigermaßen Besänftigung gebracht für diese Saison. Und Schwarz-Gelb legt gut los. Haaland bekommt den Ball und fackelt überhaupt nicht lange rum. Was ist das für ein Auftakt in diese Schlusskonferenz? 34. Spieltag. Und Hoffenheim, wo der 7. Platz zwar feststeht, aber die auf die Qualifikationsspiele sicherlich auch verzichten können. Die Saison wird möglicherweise lang genug. Dortmund schlägt zu, geht in Führung 1:0 für den BVB. Jetzt wollen wir aber schleunigst zum Abstiegskampf. Ab nach Berlin. Geht hier gut los. Düsseldorf macht Druck. Union hat heute zum zweiten Mal in Folge Nicolas im Kasten, der gegen Hoffenheim sein Debüt feierte, direkt mal viermal hinter sich greifen musste. Das lag aber insbesondere an seiner Vordermannschaft. Und jetzt Düsseldorf mit dem Eckstoß in den schwarzen Trikots. Das ist Gieselmann vor dem 16er mit Eihahn im Zusammenspiel. Eihahn dreht sich da allzu leicht um seinen Gegenspieler herum. Verzieht dann um ein paar Zentimeter. Nicolas kann nur fliegen. Das wäre ein Auftakt gewesen. Würde Düsseldorf hier das früher 1:0 machen, hätte das möglicherweise auch einen weitreichenden Einfluss auf die Psyche des SV Werder Bremen. Aber die müssen ihr Spiel so oder so gewinnen. Was hier passiert, können sie nicht beeinflussen. Und dementsprechend tut es Werder vermutlich auch ganz gut, erstmal nur auf sich zu schauen. Sollte dann irgendwann Union in Führung gehen sogar, dann ist man in Bremen sicherlich hellhörig, aber erstmal die eigenen Hausaufgaben machen. Jetzt kommt hier aber Union. Bülter zu Mali. Also Union Berlin hat diese Saison noch nicht abgeschenkt. Sie wollen nochmal alles tun für den letzten Dreier in dieser Saison. Hier hat nicht viel gefehlt. Yunus Mali trifft aber nur das Tor Außennetz in und Glück für Düsseldorf. Und jetzt das Tor in Bremen. Das könnte Druck ausüben. Das ist das 1:0 für den SV Werder Bremen. 8. Spielminute, Fehler da hinten von Leistner. Bittencourt lauert darauf und geht vorbei an Timo Horn. Bittencourt, die Lebensversicherung, hält Bremen hier erstmal weiter am Leben. Und jetzt braucht es nur ein Tor von Union Berlin und Bremen würde auf Platz 16 springen. Bremen macht hier richtig Druck, hatte schon zwei richtig gute Möglichkeiten, aber konnte jetzt in der 8. Minute den Führungstreffer erzielen. Also Köln muss sich hier gefasst machen. Tor in Wolfsburg. Düsseldorf darf nicht auf Schützenhilfe von Köln hoffen. Und jetzt schauen wir uns den nächsten Treffer an. Ab nach Wolfsburg. Wir machen schnell. Hoffenheim liegt hinten. Dafür führt hier der VfL Wolfsburg. Das geht in klare Richtungen. Wer sich hier Platz 6 sichern wird. Klar, die Konferenz noch lang. Wolfsburg aber mit 1:0 in Führung. Josip Brekalo markiert hier den Treffer vorbei an Ulreich. Und dann wollen wir im Kampf um die Champions League nochmal genauer hinschauen. Ab nach Leverkusen. Da kommt Mainz. Die Gäste auf weiter Flur völlig alleine. Und Levin Öztunali mit dem 1:0. 10. Spielminute. Wir kommen haargenau richtig. Was war das für eine Szene? Ein weiter Schlag von hinten, dann Öztunali, der einfach durchgeht. Leverkusens Hintermannschaft, die nicht hinterherkommt. Und Leverkusen erstmal Richtung Europa League schießt. Nachrichten, die gerne in Gladbach aufgenommen werden. Da wollen wir jetzt hinschauen in den Borussia Park. Borussia Mönchengladbach aber möchte sich sicherlich nicht auf Mainz verlassen, auch wenn Mainz gut drauf ist in den letzten beiden Spielen. Hier kommt Gladbach selber offensiv in die Position. Stindl kommt aber gegen Boyata nicht durch. Ball erstmal geklärt. Tor in Augsburg.
Tor in Augsburg. Holen wir uns kurz ab. Rani Khedira mit dem 1:0 in der 13. Spielminute für die Fuggerstädter. Dürfte hier nochmal für Freude sorgen. Sie haben sich ja durch das 1:1 in Düsseldorf frühzeitig gerettet am 33. Spieltag. Und können dementsprechend hier frei aufspielen. Leipzig liegt hinten. Wir wollen wieder in den Abstiegskampf schauen. Knappe Viertelstunde gespielt hier an der alten Försterei. Es ist extrem spannend und Düsseldorf kratzte hier mehrmals schon an der Führung. Aber Union eben nicht gänzlich unsichtbar vor dem gegnerischen Kasten. Kevin Stöger treibt den Ball an. Tor in Gladbach. Tor in Gladbach. Ja, schauen wir uns logischerweise an. 1:0 für Borussia Mönchengladbach und damit gefühlt die Champions League schon vorzeitig fast vergeben. Leverkusen patzt, Gladbach erledigt die eigenen Hausaufgaben. Embolo macht es dann auch viel zu einfach. Sieht nicht gut aus, was Boyata da macht. Und der Schweizer schweißt den Ball dann ein. Vorbei an Rune Jahrstein ins lange Eck. Spitzer Winkel, aber der Norweger da vermutlich eher nicht beteiligt. 17 Minuten hier von der Uhr. Gladbach führt mit 1:0. Es läuft alles für die Fohlenelf. Oder kann Bayer Leverkusen gegen Mainz nochmal zurückschlagen? Schauen wir vorbei in der Bayer Arena. Das sind zwei erstmal zu verkraftende Magengrubenschläge für Leverkusen. Hier der Rückstand, Gladbach führt. Das ist jetzt eine nahezu aussichtslose Situation. Mainz macht das gut, spielt weiter nach vorne. Vielleicht das auch die Chance für Leverkusen, das hier zu drehen, weil Mainz das nicht einfach verteidigen will, sondern weiter nach vorne agiert. Aber das Problem für Leverkusen ist, Mainz macht das richtig gut. Pierre Kunde kommt da fast durch gegen Tabsoba, der dann erstmal auf Nummer sicher geht. Das ist dann schon recht deutlich, was nach 34 Spieltagen auf dem Tableau stehen wird, wenn es so bleibt. Leverkusen hat sich das selber zuzuschreiben und das Spiel hier bestätigt das Ganze nochmal. Aber sie kommen. Diaby. Flanke von Weiser. Zu schwach, Niakate noch heiß und Havertz aus der Drehung. Nicht verkehrt, aber Müller sieht, dass der aufs Tor geht, beziehungsweise übers Tor, aufs Dach drauf. Schauen wir zurück ins Weserstadion, ab in den Abstiegskampf. Der Druck von Werder, der hier zeitweise entsteht, ist nicht ganz nachzuvollziehen bei dieser Heimschwäche, aber heute hauen sie wirklich alles rein. Wachen sie vielleicht zu spät auf. Finn Bartels. Flanke kommt nicht, Rex Bescheid. Was für ein Fehler von Chichos, der nächste dicke Fehler. 2:0. 28. Spielminute. Da war alles geklärt, dann Chichos mit diesem Ball. Osako, der lauert. Tor in Wolfsburg. 2:0 hier, wir schauen kurz in Wolfsburg vorbei, holen uns den Treffer ab. 2:0 auch hier für den VfL Wolfsburg, Daniel Ginczek von Weghorst bedient, schnell, stark gespielt. Die Bayern lassen sich hier ein bisschen gehen. Und das spricht hier dafür, dass die Wölfe mit dem 2:0 Tor in Gladbach nicht unverdient dastehen. Den nächsten Treffer in der Konferenz holen wir uns diesmal aus Gladbach. Der Ausgleichstreffer Wladimir Darida mit dem 1:1 und wird die Frage der Champions League jetzt doch nochmal spannend. Dafür muss dann in Leverkusen auch noch einiges passieren, aber das hier ist vielleicht der erste Schritt in eine Aufholjagd. Darida bekommt den Ball.
Der bleibt dann eiskalt vor Sommer, schließt ab. Also hier steht's 1-1. Zurück zum Drama. Zurück in Berlin und wir nehmen uns gleich mal die Sekunde auf die Tabelle zu schauen. Ruben Hennings ist hier gerade im Ballbesitz. Ja, Subotic klärt den Ball. So sieht's hier aus. Düsseldorf punktgleich und nur zwei Tore besser. Also Bremen braucht jetzt selber nur noch in Anführungszeichen zwei Tore. Und Düsseldorf würde runtergehen, wenn es beim 0-0 bleibt. Aufgrund der mehr geschossenen Tore des SV Werder Bremen. Also das ist schon interessant. Union Berlin hätte hier den Treffer erzielen können. Düsseldorf hätte treffen können. Aber in Bremen, da geht es halt eben schon zur Sache. Und Köln scheint relativ wenig Gegenwehr zu leisten und möchte da Düsseldorf vielleicht jetzt auch nicht den größten Gefallen tun, dagegen anzuwirken. Zumindest sieht es momentan so aus. Gisdol 11, aber nach der Corona-Pause auch eben einfach schwach drauf. Im unmöglichen Falle des 4-4 hier und 4-0 in Bremen würde Düsseldorf trotzdem drin bleiben. Da hätten sie gleiche Punktzahl, gleiche Torverhältnisse, aber dadurch, dass Düsseldorf den direkten Vergleich gewinnt, würde es dann für Düsseldorf reichen. Das hier gerade eine abgeglitschte Flanke. Schauen wir uns die Ecke noch kurz an von der rechten Seite. Tor in Frankfurt, würde ich sagen. Tor in Frankfurt holen wir uns gleich ab. Wir schauen kurz auf die Flanke, auf die Ecke. Wenn es was wird, dann bleiben wir hier. Wenn nicht, dann gehen wir schnell nach Frankfurt. ...1-0 für die SGE, André Silva, der beste Mann momentan bei Eintracht Frankfurt. Wir wollen nicht lange stören. Wie bereits zu Beginn erwähnt, ist das hier eigentlich ein Nullspiel. Klar, es geht noch um ein paar Plätze für die Eintracht. Aber das ganz große Drama kommt hier nicht auf, weil Paderborn eben auch schon sang- und klanglos abgestiegen ist. Silva köpft zum 1-0. Wir gehen aber weiter. Mal nach Freiburg, da waren wir ja noch gar nicht. Zugegebenermaßen ist das, was wir verpassen hier im Breisgau, auch sehr wenig. Also es ist vom FC Schalke 04 zwar die Mühe zu sehen, nach vorne zu spielen. Und da haben wir doch mal einen Abschluss. West McKennie, man muss ja nur kurz mal herkommen und meckern. Also größte Chance gerade, McKennie ans Aluminium. Freiburg tut sich damit schwer, dass Schalke sich so schwer tut und wenig fürs Spiel tut. Ja, von dem 0-0 hier kann man nicht wirklich viel erzählen, deswegen gucken wir lieber wieder ins Weserstadion. Bittencourt! Gerade in diesem Moment mit der nächsten Möglichkeit, um diese Tabellensituation noch mal ganz kurz anzusprechen. Zwei Tore für Werder Bremen momentan beim Stand in Berlin vom 0-0 würde für Bremen die Relegation bedeuten. Und es hätte hier schon 4-0 stehen können. Es ist wirklich unglaublich, was Bremen hier abliefert. Knapp 5 Minuten noch bis zur Pause. Eckstoß von der linken Seite. Den kann Horn jetzt aber ganz einfach abfangen. Hat diese Saison vielleicht doch nochmal eine Wendung, die nach dem 1-3 in Mainz kaum noch zu glauben war. Es würde zur Saison auch von Fortuna Düsseldorf passen. Und auch allgemein zu dieser Bundesliga, dass Bremen am 34. Spieltag zum zweiten Mal erst zu Hause Tor in Frankfurt gewinnt. Es sieht gut aus hier für Bremen, aber es muss noch was kommen. Jetzt schauen wir in Frankfurt vorbei zum nächsten Treffer. Paderborn ist noch nicht ganz fertig mit dieser Liga. 1-1, Dennis Rebeni mit dem Ausgleich. Und die Paderborner bestätigen nochmal das, was sie in den 34 Spieltagen über weite Strecken gezeigt haben. Oder die bisher abgelaufenen 33. Sie hauen alles rein. Es wird am Ende nicht reichen. Hier steht es aber 1-1. Nochmal vor der Pause nach Berlin.
Nachspielzeit schon angebrochen. Düsseldorf kommt. Tommy zu Ruven Hennings! Zu Ruven Hennings! 1-0 für Düsseldorf! 1-0 für Fortuna Düsseldorf. Hennings schießt Düsseldorf in die Relegation. Man hört die Hände bis nach Berlin über dem Kopf zusammenschlagen aus Bremen. Das ist vor der Pause gerade noch ein richtiger Dämpfer. 45. plus 1. 1-0 für die Gäste. Parallel ist schon Pause auf den 8 anderen Plätzen. Und das ist hier vielleicht schon der entscheidende Schritt zur Relegation. Das darf man ja auch nicht vergessen. Die Relegation gibt zwar die Chance drin zu bleiben, das Minimalziel für Düsseldorf, die Relegation, aber es bedeutet auch noch nicht drin zu bleiben. Aber momentan wäre Bremen abgestiegen. Jetzt ist Pause. Wir schauen in der Halbzeit einmal kurz auf alle Ergebnisse und freuen uns dann auf weitere, hoffentlich spannende 45 Minuten. Jo, und dann wollen wir kurz schauen. Gladbach wäre momentan mit Leipzig locker qualifiziert für die Champions League, weil Leverkusen gegen Mainz 0-2 hinten liegt. Wolfsburg wäre auch sehr deutlich momentan für die Europa League direkt qualifiziert. Hoffenheim müsste in die Qualifikationsspiele und Düsseldorf wäre gerettet durch das 1-0 gerade von Hennings. Setzen sie sich wieder von Bremen ab, die momentan eben selbst mit dem Sieg nicht mehr rankommen können. Aber es folgen noch 45 Minuten. Viel Spaß weiterhin dabei. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefällt. Weiter geht's jetzt in der Konferenz. Wir sind zurück in der Konferenz und Beginn in Dortmund, da wo wir auch die erste Hälfte begonnen haben, schauen wir gerade nochmal auf das frühe 1-0 von Haaland in der dritten Spielminute. Diesmal Hoffenheim mit dem Anstoß, ja, die Seiten haben sich überraschenderweise gewechselt nach 45 Minuten. Und für Hoffenheim ist es jetzt vielleicht nur noch ein besseres Auslaufen. Es wird eine harte Vorbereitung mit etlichen Qualifikationsspielen für die Europa League, die möchte man klarerweise umgehen. Dazu muss man hier gewinnen und man muss noch parallel auf Bayern hoffen, dass sie gegen Wolfsburg zurückkommen. Sieht momentan nicht gut aus für die Kraichgauer. Das sind die ersten Eindrücke von hier. Birki hat den Ball am Fuß, sieht relativ sicher aus, findet seinen Mitspieler. Und dann wollen wir wieder zum Abstiegskampf schauen. Ab nach Bremen. Ja, die Nachricht aus Berlin hat Bremen einen herben Dämpfer verpasst. Dadurch würde selbst ein 4-0 nichts mehr nutzen. Es sei denn, Berlin schlägt nochmal zurück. Jetzt kommt aber Bremen. Sie machen ihre Aufgabe hier richtig gut. Hätten sie jedes Heimspiel in dieser Art und Weise bestritten, dann würde es anders aussehen. Aber am 34. Spieltag Tor in Berlin sollte man nicht mehr lamentieren. Tor in Berlin kommt jetzt vielleicht doch noch Schützenhilfe. Nein, es ist das 2-0 für Fortuna Düsseldorf und Ruven Hennings markiert den Doppelpack. Sieht dem 1-0 nicht ganz unähnlich. Wieder spitzer Winkel, Subotic kommt zu spät. Und dann Nikolas, der den Ball nicht mehr rauskriegt. 2-0 für Fortuna. Die Lage, die wir gerade in der Tabelle in der Halbzeitpause gesehen haben, wird dadurch für Bremen nicht besser. Sie brauchen selber 2 Tore und müssen jetzt auf 2 Tore von Union hoffen. Es sieht nicht so gut aus momentan für den SV Werder Bremen, wohingegen die Fortuna ihre Hausaufgaben erledigt, mit breiter Brust dann voraussichtlich in die Relegation gehen kann. Gegen Heidenheim oder gegen den HSV. Und das dürfte dann endgültig für blanke Nerven sorgen. Flanke von rechts. Union kommt aber momentan einfach nicht in die gefährliche Lage.
hier den Anschlusstreffer zu erzielen. Es ist noch über eine halbe Stunde zu spielen, aber Düsseldorf ist eben auch momentan sehr stabil. Über die Tor linke Seite und Tor in Bremen. Ist jetzt sowieso schon alles vorbei. Nee, also der Bremen-Druck, der wird nicht abreißen. Es ist das 3:0, es ist hochverdient. Maximilian Eggestein mit seinem zweiten Saisontor. Am ersten Pfosten drückt er dann ab. Und lässt da Timo Horn keine Abwehrchance. Also Werder Bremen scheint die Hausaufgaben zu erledigen. Vermutlich Tor in Leverkusen. Machen sie auch noch das vierte, dann muss man eben auf Union hoffen. Und wir schauen jetzt erstmal in Leverkusen vorbei. Das 1:1, 59. Spielminute. Und plötzlich kann es dann doch wieder schnell gehen. Charles Aranguiz trifft. Dieses Remis würde nicht reichen, zumal in Gladbach auch noch ein 1:1 steht, aber Leverkusen ist dem, was in der Pause noch unmöglich schien, etwas näher gekommen. Hat sich das 1:1 mittlerweile auch verdient, Mainz aber trotzdem nach wie vor mit einer richtig guten Leistung. Kann Leverkusen das 2:1 machen, dadurch Tor in Freiburg unter Zugzwang setzen. Jetzt schauen wir uns erstmal den ersten Treffer in Freiburg an. ...1:0 für den SC Freiburg. Lukas Höhler macht die Krise bei Schalke noch größer. Ist sie überhaupt noch zu übertreffen? Es ist jedenfalls das nächste Gegentor für Schalke. Und es wird vermutlich so bleiben, dass man am 18. Spieltag nochmal gewonnen hat gegen Borussia Mönchengladbach aus Königsblauer Sicht und danach kein Bundesligaspiel mehr für sich entscheiden kann. Also hier steht 1:0. Wir wollen schauen, wie Gladbach mit dem 1:1 aus Leverkusen zurechtkommt. Wird hier ein bisschen hitziger zwischen der Hertha und Borussia Mönchengladbach. Jetzt kommt Oscar Wendt erstmal für Benzebaini. Gladbach ist trotzdem noch recht entspannt hier mit diesem 1:1. Davon überzeugt, die eigene Stärke in Tore umzumünzen. Aber die Hertha, sie kommt jetzt eben auch über Mateusz Kunja. Linke Seite kommt da aber nicht durch. Das gibt dann Abstoß. Nächster Wechsel hier. Denn selbst dieses Unentschieden würde Gladbach ja sicher in die Champions League bringen, es sei denn, Leverkusen haut noch einen richtigen raus. Da fehlen dann aber noch 8-9 Tore. Das ist unrealistisch. Hier steht es 1-1. Tor in Wolfsburg. Und wir holen uns den Treffer in Wolfsburg ab. Steht es tatsächlich 3:0 für die Wölfe. Nee, wir wollen es ja nicht gleich übertreiben. 63. Minute. 2:1. Kingsley Coman bringt die Bayern stattdessen wieder ran. Man möchte jetzt diese nahezu perfekte Rückrunde zumindest nicht mit einer Niederlage abschließen. Vorlage Lewandowski, dann Coman gegen die Laufrichtung von Castells. Der kommt da nicht mehr ran. Hier steht 2:1. Es ist mittlerweile eine gute Partie von den Bayern, die hier das 2:1 absolut verdient Tor in Dortmund erzielt haben. Und wir schauen in Dortmund vorbei. Hoffenheim schlägt zu. 63. Minute. Florian Grillitsch bringt hier Hoffenheim erstmal auf die Anzeigentafel. Schnell gut gespielt, dann Grillitsch ziemlich frei. Der Österreicher ist kalt vor Bürki und setzt jetzt Wolfsburg vielleicht auch Tor in Frankfurt nochmal in eine ungünstige Lage. Nächster Treffer in Frankfurt, holen wir uns ab. 2:1 für die Eintracht, 63. Minute auch hier. Es ist die Führung, die erneute für die Gastgeber. Philipp Kostic steht da völlig frei, offenbart dann nochmal die defensiven Lücken, die Paderborn in dieser Saison aufweisen konnte. Wir schauen lieber wieder in den Abstiegskampf. Ab nach Berlin. Düsseldorf hätte hier gerade die Relegation schon sichern können. Dieser Ball hier aber
deutlich über den Querbalken. Es ist nicht mehr leicht vorzustellen, dass Union Berlin hier tatsächlich noch zwei Treffer erzielt. Klar, Düsseldorf hat es in dieser Saison schon oftmals aus der Hand gegeben, auch so eine 2-0-Führung. Stichwort 1. FC Köln. Aber dazu scheinen sie diesmal fast etwas zu stabil. Aber man möchte den Tag nicht vor dem Abend loben. Als Düsseldorfer dementsprechend ist man hier gut beraten, die letzten 25 Minuten nochmal ganz Tor an Freiburg anzugehen. Der nächste Treffer in Freiburg, ja. Schauen wir uns ganz kurz an. 2-0 für Freiburg, es ist wohl alles klar. 67. Minute, Nicolas Höfler erhöht hier. Die ganz große Spannung wird hier nicht mehr aufkommen. Nübel, ja, darf als Schalke-Keeper nochmal hinter sich greifen. Tor in Gladbach. Kabak zu weit weg. Tor in Gladbach. Tor in Augsburg. Schauen wir uns an. Auch in Augsburg. Erstmal nach Gladbach. 2-1, 67. Minute. Gladbach stellt die Weichen auf Königsklasse. Die Hertha gut besetzt da hinten, aber das sind schnelle, starke Pässe. Laszlo Benes macht das 2-1 vorbei an Jahrstein und in Augsburg ist ja noch ein Treffer gefallen. Ab in die Fuggerstadt. Ausgleichstreffer. Leipzig erzielt das 1-1. Schauen wir hier drauf. Tyler Adams macht es. Andi Lute fast noch dran, aber zu platziert und wuchtig geschossen. Dieser Ball. Und da kann man zumindest erstmal ein 1-1 erzielen beim letzten Spiel von Timo Werner. Aber Augsburg kommt wieder! 71. Minute, also das ist mal eine Antwort. Alfred Finnbogason, der Isländer, stellt wieder auf Führung Augsburg. Da war die Freude bei Leipzig nicht sonderlich langanhaltend. Gute Flanke von links, dann Jahrstein kommt halb raus, halb bleibt auf der Linie kleben und verschätzt sich dann. Finnbogason ist ein eiskalter Torjäger und hält die Fußspitze rein. So, hier steht es wieder 2-1. Schauen wir nochmal nach Bremen. Ist da die Hoffnung noch da? Jede Minute, die hier zusätzlich verstreicht, bringt Bremen eine Minute, eine Sekunde jeweils dichter Richtung Zweitklassigkeit. Heute ist dieser Abstieg sicherlich nicht verursacht worden. Da liegen 33 Spieltage voller Fragezeichen, voller Verletzungspech hinter den Bremern und es dürfte wohl am Ende nicht mehr zur Relegation reichen, die ja selbst dann nicht mal die Klassenerhaltung, den Klassenerhalt bedeuten würde. Tor in Dortmund! Kommt jetzt gerade, ja, nicht sonderlich gut hier, ja, ab nach Dortmund. Die Partie ist gedreht. Munas Dabur mit dem 2-1 für Hoffenheim. Die Gäste, die hier noch lange nicht aufgesteckt haben, sah lange Zeit sehr gut für Dortmund aus, aber jetzt ist die Partie gedreht. Da lässt sich Dabur von Bürki nicht mehr aus der Ruhe bringen. Dabur, der richtig gut drauf ist, nach der Corona-Pause klasse eingestiegen ist und in der 78. Minute das 2-1 erzielt, kriegt man ja ein bisschen Déjà-vu-Gefühle. Was das 1-2 von Dortmund gegen Hoffenheim am letzten Spieltag nach Führung angeht. Tor in Leverkusen! Diesmal ist es eine andere Situation, übt hier aber nochmal Druck auf Wolfsburg aus. Wir schauen uns den nächsten Treffer in Leverkusen an. Leverkusen macht es sich spätestens jetzt selbst kaputt. Das 2-1, Jonathan Burkhardt. Erst gegen Dortmund und jetzt gegen Leverkusen. Bitteschön! Am zweiten Pfosten hält er die Pike hin. Also
Es wird für Leverkusen am Ende die Europa League. Da kann man sich jetzt scheinbar festlegen. So, wir schauen noch mal nach Berlin. Noch 10 Minuten auf der Uhr. Düsseldorf mauert sich nicht hinten ein. Skripski, Berisha. 3-0. Nee, die Fahne schnellt hoch. Das wäre hier das ganz endgültige Ende gewesen. Aber ja, das ist eine klare Sache. Trotzdem. Jetzt muss es wirklich mit dem Teufel zugehen, dass hier nochmal was anbrennt. Düsseldorf macht das gut. Das frühe 2-0 nach Wiederanpfiff hat ihnen so eine breite Brust gegeben. Da war dann das 2-0 aus Bremen und später das 3-0 dann nur noch ein kleiner Nebeneffekt, den man aber aus eigener Stärke weglächeln konnte. Union Tor Berlin, in Frankfurt! Aber kommt nochmal Tor in Frankfurt. Das holen wir uns ab. 2-2. Der SC Paderborn. Er macht am letzten Spieltag nochmal Spaß. Dennis Tor in München. Mit dem Ausgleich. Und wir geben gleich weiter nach Wolfsburg. Der FC Bayern München kommt zurück. Robert Lewandowski in der 84. Minute. Ebenfalls mit dem 2-2 wie in Frankfurt. Und es ist verdient. Ein starker zweiter Durchgang des deutschen Meisters, der Vergangenheit, der Gegenwart und vermutlich auch der näheren Zukunft. Mit der Innenseite vorbei an Kuhn-Kastels und sie haben es ja mitgekriegt. Hoffenheim führt 2-1 in Dortmund. Was bedeutet das für die Tabelle? Wir sagen es Ihnen. Das hier nämlich. Hoffenheim stand jetzt durch dieses Unentschieden hier auf Platz 6, die direkte Europa League-Qualifikation. Wolfsburg müsste ein paar Extra-Runden drehen. Das hätte man sich gerne erspart, aber hier steht es 2-2. Wir schauen nochmal ins Weserstadion. Wir sind nochmal in Bremen. Ja, der SVW probiert nochmal das vierte nachzulegen und dann auf ein mittelgroßes Fußballwunder aus Berlin zu hoffen. Es ist ja nicht so, dass Düsseldorf das nicht möglicherweise auch drin hätte. Ein 1-2 von Union, aber die Zeit läuft eben davon. Und Bremen schafft es momentan nicht, den Ball über die Linie zu drücken. Gerade eben die nächste Möglichkeit zum 4-0. Und nochmal die Chance zum 4-0. Davy Selke gegen Horn. 90. Spielminute. Es deutet sich mittlerweile immer mehr an. Der SV Werder Bremen wird nächstes Jahr nicht mehr Teil der Fußball-Bundesliga sein. Ob Düsseldorf das sein wird, das kann man jetzt noch nicht sagen. Dazu brauchen wir die beiden Relegationsspiele, eben gegen Heidenheim oder gegen den Tor in Augsburg. Wenn hier noch was passiert, melden wir uns. Sonst schauen wir uns erstmal den Treffer nochmal schnell in Augsburg an. Minute, Leipzig kommt nochmal zurück, erzielt das 2-2, macht jetzt hier aus eigener Kraft alles klar, aber Gladbach und Leverkusen, insbesondere Leverkusen, ist meilenweit von Leipzig entfernt. Dementsprechend ist hier alles gut. Tor in Gladbach! Und jetzt schauen wir uns nochmal den Treffer in Gladbach an. 3-1, Ibrahima Traoré. Durchaus emotional dieser Treffer. Traoré mit langer Leidensgeschichte. Spielt hier jetzt im letzten Heimspiel der Saison den Ball über die Linie zum 3-1. Also auch hier ist alles klar. Gladbach wird Champions League spielen. Aber wir wollen noch mal nach Berlin schauen. In Bremen ist Schluss und hier in Berlin dürfte es nur noch eine Frage von Sekunden sein. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Bremen muss runter in die zweite Bundesliga. Obwohl sie 3-0 gewinnen. Aber Düsseldorf
hat über 90 Minuten die Nerven behalten und rettet sich in die Relegation. Aber das ist eben auch noch nicht der Klassenerhalt, aber es ist ein kleiner Schritt bis dahin. Das Minimalziel ist erreicht. Düsseldorf gewinnt in Berlin gegen Union mit 2:0 und hat nochmal zwei Extraspiele. Die Konferenz beenden wir aber da, wo es was richtig zu feiern gibt, und zwar in Gladbach. Ganz genau, sie haben es diesmal geschafft, nicht verspielt, sondern sich verdient in die Champions League rein gearbeitet, so muss es formuliert werden. Hertha verliert hier mit 3:1, hat durch Labbadia nochmal einen Aufschwung bekommen, aber Gladbach hat es geschafft. Herzlichen Glückwunsch an die Fohlenelf, und jetzt gibt es alle Spiele nochmal in der Zusammenfassung. Viel Spaß! Jo, hier schauen wir einmal gemeinsam auf die Tabelle. Bremen eben abgestiegen nach diesen Ergebnissen. Düsseldorf geht in die Relegation. Gladbach ist sogar Dritter geworden. Leipzig nur Vierter durch das 2:2 in Augsburg, Leverkusen, Hoffenheim und Wolfsburg. Europa League, aber Wolfsburg muss eben in die Qualifikation. So, das war's jetzt von hier, und jetzt gibt's tatsächlich nochmal die Zusammenfassung. Frankfurt und Paderborn konnten den letzten Spieltag entspannt angehen. Frankfurt aus eher positiven Gründen. Der Klassenerhalt war schon fix vor einigen Spieltagen. Für Paderborn geht es hier nochmal drum, sich im letzten Spiel in der Bundesliga nach dem Abstieg bzw. vor dem Abstieg zu beweisen. Aber Frankfurt machte das gut. 38. Minute, André Silva mit dem 1:0. Silva, der momentan wirklich überragend drauf ist, köpft hier ein vorbei an Zingerle. Aber Paderborn wollte auch nochmal zeigen, dass sie für Spaß gesorgt haben in dieser Liga. Und das stellt hier diesmal Dennis Rebeni unter Beweis. 45. Spielminute, der Ausgleichstreffer. Augsburg immer wieder mit Zeichen nach vorne. Dementsprechend geht das 1:1 so erstmal nach 45 Minuten in Ordnung. Und Frankfurt im zweiten Durchgang weiterhin sehr spielfreudig. Die bessere Mannschaft und auch mit dem Willen hier zu gewinnen. Das ist Rode, der sich aber Zingerle hier in der 50. Minute geschlagen geben muss. Frankfurt machte aber weiter. Gacinovic, Timothy Schändler, dann Silva zurück zu Schändler. Querpass durch den 16er. Philipp Kostic mit seinem fünften Saisontor macht hier das 2:1 und bringt Paderborn nochmal dazu, nach vorne zu spielen. Wir sind schon in der Schlussphase angekommen. Michel mit der Hacke zu Srebini. Der macht nochmal ein 2:2. Doppelpack, 7. Saisontor. Ein unterhaltsames Spiel. Ohne Verlierer am Ende, auch ohne Sieger. Das ist in Ordnung, dieses Resultat. Spiegelt die turbulente Frankfurter Saison wider. Sie bleiben drin mit dem 2:2. Und Paderborn verabschiedet sich erhobenen Hauptes. Der SC Freiburg und der FC Schalke 04, ein Mittelfeldduell, aber der SC Freiburg hat einen deutlich besseren Eindruck in dieser Saison hinterlassen. Vor allem in der Rückrunde. Schalke wartet seit Spieltag 18, also seit dem ersten Rückrundenspieltag, auf einen Sieg. Hier der erste Abschluss, dann von Schöpf, aber noch abgewehrt. Wir gehen schon in den zweiten Durchgang. Schalke machte das gar nicht verkehrt. Freiburg tat sich schwer mit Schalkern, die auch nicht viel nach vorne brachten. Wieder ist es Alessandro Schöpf in der 48. Spielminute, der diesmal aber an Schwolo scheitert. Freiburg wusste dann aber in den entscheidenden Momenten auch Nadelstiche zu setzen. Günther bekommt den Ball wieder, spielt quer zu Lukas Höhler, 60. Minute, das 8. Saisontor für den Stürmer. Und Nübel geschlagen. Der zweite Rückrundensieg der Schalker rückte dadurch weiter in die Ferne. Und nochmal Freiburg. Grifo zurück zu Höfler, pickt den Ball an. 2:0 für Freiburg, alles klar in dieser Partie. Schalke konnte sich nicht mehr aufraffen und verliert hier auch am 34. Spieltag nochmal mit 2:0. Und Freiburg macht einen Strich unter eine wirklich sehr gute Saison. Der FC Augsburg ist durch das 1:1 am letzten Spieltag in Düsseldorf sicher gerettet gewesen vor diesem 34. Spieltag. Und für Leipzig
geht es darum, die theoretische Chance, das theoretische Risiko auszuschließen, doch noch aus der Champions League zu fliegen. Da müsste ein Wunder her für Leverkusen, um das noch zu erreichen. Aber Leipzig spielte hier nicht wirklich gut und Rani Khedira hatte dann in der 13. Minute den ersten Treffer in dieser Partie bereit in der WWK Arena. Finn Bogason legt vor, Khedira schließt kalt ab. Das bedeutete im gleichen Atemzug auch den Halbzeitstand. Eine gute Partie der Augsburger, Leipzig bis dato relativ abgemeldet. Im zweiten Durchgang wurde es dann besser, es wurde ausgeglichener. Werner zu Tyler Adams, der vor Lute keine Angst hat und abschließt. Erstes Saisontor für den Mittelfeldmann, 67. Spielminute, das 1:1. Aber Augsburg hatte den passenden Angriff dazu parat. Über die linke Seite, Vargas mit der Flanke, Finn Bogason in Mittelstürmermanier, grätscht im richtigen Moment ein, 71. Spielminute. Die erneute Führung für Augsburg. In der Nachspielzeit dann nochmal Leipzig. Mukiele zieht in den Strafraum ein, legt quer. Angelino ist etwas wacher und erzielt noch das 2:2. Etwas schmeichelhaft für Leipzig, aber der FC Augsburg wusste nicht, das hier über die Ziellinie zu bringen. 2:2 gegen Leipzig ist okay, aber es wäre dann doch irgendwie der Sieg drin gewesen. Borussia Dortmund hat sich den zweiten Tabellenplatz mit dem Sieg in Leipzig gekrallt und gesichert. Hier in der Anfangsphase gegen Sinsheim war man wirklich gnadenlos überlegen. Das ist Brandt, der rüberlegt zu Erling Haaland. Der erzielt sein 14. Saisontor nach dem Doppelpack gegen Leipzig. Hat er nochmal Selbstvertrauen geholt. Hier schließt er richtig stark ab. Aber Hoffenheim spielte auch gut nach vorne. Kramaric, der Kopfball von Dabur, geht ans Außennetz, hätte aufgrund einer knappen, aber richtigen Abseitsposition nicht gezählt. Wir springen in den zweiten Durchgang. Hoffenheim hatte weiterhin Mut, wollte nicht unbedingt auf die Europa League Qualifikationsspiele hinspielen und so erzielte man dann in der 63. Minute das 1:1 hier durch Florian Grillitsch. Und Hoffenheim wollte mehr. Man hat hier gute Erinnerungen an Dortmund, an den 34. Spieltag. Partie gedreht, 78. Minute, Munas Dabur mit dem 2:1. Und sollte Wolfsburg nun gegen die Bayern patzen, würde das Platz 6 und die direkte Qualifikation bedeuten. Also das ist ein Ausrufezeichen. Hoffenheim gewinnt in Dortmund nach guten zweiten 45 Minuten nicht unverdient mit 2:1. Der VfL Wolfsburg muss also gegen die Bayern gewinnen, um Platz 7 zu vermeiden. Und es war zu Beginn erstmal das Erwartete. Bayern machte Druck und spielte gut nach vorne. Wolfsburg in der Defensive gut gefordert. Davis über die linke Seite mit der Flanke, die kann nicht geklärt werden. Da ist Thomas Müller, der den Ball in der 5. Minute aber noch etwas verzieht. Wir sind noch in der Anfangsphase, Wolfsburg auch gut aufgelegt. Weghorst zu Josep Brekalo. 10. Minute, 1:0, der Kroate schlägt zu, sein 4. Saisontor ab, dreht sich da gut um Boateng herum und lässt Ulreich dann keine Chance. Und es kam noch besser im zweiten Abschnitt der ersten Hälfte, das ist Daniel Ginczek. 2:0, 27. auch er mit seinem 4. Saisontor. Die Bayern wirkten hier etwas pomadig im ersten Durchgang und hatte jetzt im zweiten Durchgang einiges wieder gut zu machen, stand jetzt Wolfsburg eben Tabellensechster. Die Bayern zeigt nun aber ein anderes, ein verbessertes, ein stärkeres Gesicht. Lewandowski, Kingsley Coman und so schnell kann es dann gehen, 62. Minute. Bayern war wieder zurück in dieser Partie. Castells das erste Mal geschlagen. Und sie schnupperten jetzt mehrmals am mittlerweile auch nicht mehr unverdienten Ausgleich. Joshua Kimmich lange im Ballbesitz. Dann zu Goretzka. Kuhn Castells aber kann den Ausgleich erstmal noch verhindern. Mittlerweile stand es eben 2:1 parallel in Dortmund und Wolfsburg musste das 2:1 über die Ziellinie bringen, aber sie haben es nicht geschafft. 84. Minute, das 34. Saisontor von Robert Lewandowski. Er
stellt nicht den Rekord von Gerd Müller ein, aber 34, das ist eine heftige Hausmarke. Wolfsburg also doch nur mit Tabellenplatz 7. Nachdem es so gut angefangen hatte, trennt man sich hier von den Bayern nur 2:2. Leverkusen musste die eigenen Hausaufgaben erledigen und dann auf Patzer von Borussia Mönchengladbach hoffen. Es war aber eine Mainzer Mannschaft, die hier besser reinfand. Mateta mit der super Vorlage auf Levin Öztunali, der ist dann allein auf weiter Flur und schließt gnadenlos ab. Das 5. Saisontor, Öztunali hier auch mal bei Leverkusen aufgelaufen. Jetzt macht er seinen Ex-Kollegen hier mächtig Ärger. Jetzt musste Leverkusen aber auch kommen. Um selber noch die Minimalchance zu haben, müssen sie hier eben ihre 3 Punkte einfahren. Das ist Kai Havertz in der 25. Minute, die gefährlichste Szene in einem eher unterdurchschnittlichen ersten Durchgang. Leverkusen kam hier irgendwie nicht mehr rein. Das erinnerte an die schwache Partie in Berlin. 2. Durchgang, Leverkusen jetzt aber etwas wacher. Moussa Diaby zieht in den Strafraum ein, legt zurück zu Charles Arangis, der da nicht ausreichend attackiert wird und in der 59. Minute das 1:1 macht. Perfekt, unten rechts rein für Müller, nicht zu halten. Aber Mainz wollte das 1:1 nicht verteidigen, seitdem das 3:1 gegen Bremen den sicheren Klassenerhalt bedeutet hat, konnte man hier noch befreiter aufspielen. Onisivo mit dem Querpass. Jonathan Burkhardt, 79. Gegen Dortmund erfolgreich, gegen Leverkusen erfolgreich. Das ist der Siegtreffer für die Gäste und für Leverkusen bedeutet das Champions League AD, hallo Europa League. Gladbach wusste logischerweise zu Beginn dieser Partie noch nicht, wie es in Leverkusen ausgehen würde. Deswegen wollte man eben die Qualifikation aus eigener Kraft schaffen. Embolo wird geschickt, setzt sich hier dann gut gegen Boyata durch, der ins Leere läuft. Und in der 17. Minute steht es 1:0. Der Schweizer macht es richtig gut. Zieht dann ab ins lange Eck. Jahrstein kommt nicht mehr ran. Aber die Hertha unter Labbadia eben stark Form verbessert. Und so ging es dann auch wieder nach vorne. Piontek hat den Ball, dann die Übersicht für Kunja, der legt auch nochmal quer. Wladimir Darida mit dem 1:1 in der 30. Spielminute. Kein unverdientes Resultat. Der Hauptstadtklub machte hier richtig gut mit. Gladbach hatte aber dann die Chance, wieder in Führung zu gehen, noch vor dem Pausenpfiff. Christoph Kramer zu Stindl. Viel fehlt hier nicht beim Doppeltorschützen vom Spiel gegen Paderborn. Mit 1:1 ging es dann in die Pause, ging in Ordnung, Gladbach aber die tendenziell etwas bessere Mannschaft und das machte sich dann im 2. Durchgang nochmal so richtig bemerkbar. Florian Neuhaus quer zu Kramer, wunderbarer Ball zu Laszlo Benesch, kein Abseits, 67. Minute, die 2. Führung des Tages für Borussia Mönchengladbach und parallel ging dann auch Mainz in Leverkusen wieder in Führung. Es war alles angerichtet. Und dann kam nochmal ein emotionaler Treffer dazu. Ibrahima Traoré, erstes Saisontor. 4. Minute der Nachspielzeit, das 3:1 für Gladbach. Das heißt Champions League für die Borussia. Absolut verdient, über die 90 Minuten hinweg gesehen, gewinnen hier die Fohlen. Eben mit 3:1 und sichern damit Tabellenplatz 3, weil eben auch Leipzig patzt. Jo, das war's dann mit dieser Prognose, die Konferenz eben zwischen Düsseldorf und Bremen, also die Fernkonferenz, kommt morgen nochmal separat auf diesem Kanal, dauert dann knapp 10 Minuten und ist eben mit Parallelschaltung und so weiter und so fort. Schaut da dann gerne nochmal rein. Das soll es aber von hier gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und adios.